Eine Wendung für heute ist nichts für ungut. Was soll das bedeuten? Nichts für ungut, aber das Kleid steht dir nicht. Nichts für ungut, aber wie gesagt, eine Klamotte steht dir nicht. Also du siehst in dieser Klamotte, in diesem Hut, in diesem Mantel nicht so besonders attraktiv aus. Nichts für ungut, sagt man zu jemandem, wenn wir jemandem sagen möchten, was nichts besonders angenehm und nett für die Person ist. Also mit diesen Worten warnt man jemanden, dass etwas Unangenehmes kommt. Ja, das ist eine Warnung. Ja, pass auf, ich werde etwas nicht besonders nett, nichts Nettes für dich sagen. Vorsichtig. Ein Beispiel: Du willst von mir Geld leihen. Ja, du willst von mir Geld leihen. Nichts für ungut, aber ich werde dir kein Geld leihen. Ich habe gehört, dass du schon mehrmals Geld geliehen hast und nicht zurückgegeben. Also, ich muss Nein sagen. Nichts für ungut, aber ich muss mir ihren Ausweis anschauen. Ich vertraue ihnen nicht. Sie wollen etwas mehr. Etwas von mir zum Beispiel, ja. Geld leihen auch schon, vielleicht eine private Sache erledigen, ja. Und also jemanden nach Hause reinlassen. Und ich kenne die Person nicht. Und ich möchte wissen, wer das ist. Also ich warne diese Person. Okay, bitte nehmen es mir nicht übel. Das wäre eine ähnliche Bedeutung. Aber also nichts für ungut. Ich möchte wissen, wer Sie sind. Also zeigen Sie Ihren Ausweis. Ein anderes Beispiel: Du hast für mich ein Mittagessen gekocht. Was auch immer. Ja, vielleicht, also ich persönlich esse alles. Ja. Ich habe kein Problem damit. Aber jemand hat etwas gekocht und das schmeckt mir nicht. Ja. Oder jemand isst kein Fleisch. Oh, das wäre ein gutes Beispiel. Jemand isst kein Fleisch und bekommt eine Fleischspeise und sagt, und die Person sagt zum Koch oder zum Küchen: Nichts für ungut, aber ich werde das nicht essen. Alles klar? Okay, danke. Tschüss.